Nämlich das Fliegen als Gesamtheit ist das Wunderschöne. Man darf aber nicht vergessen, auch die Technik ist sehr, sehr wichtig, sei es jetzt der Motortechnik, sei es jetzt da ganz einfach das Bauwesen, Kunststofftechnik, Elektronik nicht zu vergessen, aber auch die Auseinandersetzung mit dem Wetter, Thermik zu finden, den richtigen Aufwind zu finden, zu zentrieren, wo ist es, wie kann ich das machen, welche Möglichkeiten habe ich dazu. Aber natürlich auch das Sportliche, das darf man auch nicht vergessen. All das zusammen ist eigentlich die Faszination letztendlich. Wobei man schon gehört hat, es ist also unheimlich groß, das Gebiet. Es gehört auch sehr viel Übung dazu, man muss es wirklich lernen. Wenn man jetzt fasziniert ist von Modellsport und Flugmodellen im Speziellen, wie steigt man ein? Oh, das ist recht einfach. Wichtig ist nämlich natürlich, dass man ein einfaches Einsteigermodell hat. Haben Sie eines mitgebracht? Natürlich. Darf ich das? Das wäre dieses Modell, ja. Das ist ein typisches Flugmodell für den Einstieg. Es ist ein Elektroflugmodell, ein Segler, einfach Aufbau, eigenstabil zum Fliegen, verzeiht natürlich dementsprechend viele Flugfehler. Es ist auch das Handling sehr, sehr einfach. Auch das Bauen selber ist nicht schwierig. Wobei man sagen muss, also Sie haben es jetzt gerade angesprochen, das Bauen selbst. Bei den Modellflugzeugen und auch Hubschraubern ist es ja so, dass man einen Bausatz kauft und sehr vieles ja selber macht, oder? Ist richtig. Bausätze gibt es viele. Also die Industrie bietet wahnsinnig viel an, fast Fertigmodelle, aber auch, wie man hier sieht, Bausätze, die eigentlich nur aus Holz bestehen, wo man wirklich viel, viel Zeit aufwenden muss. Wird das dann bemalt oder kommt da eine Folie zum Beispiel drüber jetzt bei diesem Modell? In diesem Fall zum Beispiel kommt ein Gewebe drüber. Ein Gewebe sogar? Richtig, genau. Ein gelbes Gewebe. Ist nämlich ein Nachbar einer österreichischen Maschine, die ist geflogen vor vielen, vielen Jahren. Das ist die Harvard AT-6. Und ja, da wird sehr, sehr viel Zeit aufgewendet. Aber es macht viel Spaß. Bevor ich die nächste Frage stelle, schauen wir vielleicht einmal hinüber. Natürlich. Sie haben uns ja noch mehrere Modelle mitgebracht. Die Frage klingt nämlich ein bisschen naiv, wenn ich jetzt sage, wie lange braucht man, um ein Modell zu bauen? Das kann ich mir da noch in etwa vorstellen beim Einsteigermodell. Aber wenn ich mir diese Modelle anschaue, dann steckt da auch wahnsinnig viel Zeit dahinter. Auch hier ist nicht so viel Zeitaufwand, auch fast fertig. Eher ein sehr modernes Flugzeug für den Fortgeschrittenen bereits, nämlich. Hier sind die Tragflächen auch vorgearbeitet. Mit diesem Modell kann man auch dann anschließend Kunstflug ein bisschen betreiben. Man kann auch Loopings fliegen und solche Kunstflugfiguren. Hier sieht man auch schon etwas größeren Motor. Aber richtig, wo es dann sehr, sehr ins Profibereich kommt, ist sicherlich dieses Flugmodell. Das ist sicherlich bewundernswert. Ein Modell von der Saab 105Ö, ein Modell, welches auch das österreichische Heer fliegt. Und das ist wirklich 1:1 nachgebaut? Das ist 1:5 nachgebaut. Das weiß ich schon, das war jetzt ein Fehler von mir. Ich habe jetzt gemeint, wirklich gleich gebaut, ja, wie, natürlich, das, wie das Original. Sie haben sogar nämlich hier die ganzen Instrumente abgebildet. Hier ist auch ein Pilot, sitzt drinnen. Es ist alles fast, oder man kann sagen, wirklich, vorbildgetreu nachgebaut. Wie teuer kommt so ein Hobby? Kann man das vielleicht noch kurz das ansprechen? Das ist äußerst schwierig zu sagen. Zum Beispiel Einsteiger wird sicherlich billiger. Natürlich dieses Modell hier ist sicherlich viel billiger als zum Beispiel solche Modelle. Und das bis ist, oben hin gibt es dann keine Grenze ist, wahrscheinlich. Es ist immer nur die Frage, was man möchte und wie man eigentlich, wo man hingehen möchte. Ich danke Ihnen ganz herzlich für diese große Präsentation jetzt einmal. Wenn Sie sich dafür interessieren und wenn Sie vielleicht selber mal ein Modellflugzeug bauen möchten, Informationen dazu gibt es auf unserem Serviceband. Und wir werden uns in Kürze nochmal melden und dann zeigen wir Ihnen natürlich auch, dass diese Modelle auch wirklich fliegen. Danke Ihnen inzwischen. Gerne geschehen. Das ist eine Sensation. Der Hubschrauber steht am Boden, der Pilot auch. Beide Beine am Boden. Der Hubschrauber wird sich allerdings gleich erheben. Alois Hahn, Sie sind der Pilot dieses Hubschraubers. Wie viele Stunden im Jahr, Sie betreiben das ja sehr intensiv, gehen da eigentlich drauf für diesen Sport? Ich betreibe das schon sehr intensiv, aber ich muss sagen, im Endeffekt muss man zumindest jedes Wochenende am Flugplatz sein und einige Stunden fliegen. Und man braucht eine verständnisvolle Familie, denke ich. Das ist sicher notwendig, ja. Darf ich Sie bitten, dürfen wir eine Präsentation von Ihnen sehen? Machen wir ein bisschen Platz, gell? Ja, gerne. Kommt der spannende Moment. Ja. Immer schneller, immer schneller. Da steckt eine ungeheure Kraft dahinter. Ja, natürlich, ja. Dieser Hubschrauber, was hat der jetzt für einen Motor?
Der hat einen Elektroflugmotor. Mhm. Wird angetrieben mit einem Elektromotor. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, hier einen Hubschrauber in die Luft zu bringen, mit einem Elektromotor, aber auch natürlich mit einem Verbrennungsmotor. Und ist das jetzt vom Fliegen? Welche Auswirkungen hat das für denjenigen, der fliegt? Hat überhaupt keine Auswirkungen. Man kann vielleicht ein bisschen dazu sagen, dass der Verbrennungsmotor kann man sicherlich ein bisschen mehr, hat mehr vielleicht an Leistung, aber im Prinzip ist es gleich. Das ist wahnsinnig beeindruckend, sogar da bei uns jetzt in diesen Studioräumlichkeiten in der Natur ist das natürlich noch viel schöner, wenn man das in der Natur erlebt, wenn das jetzt gerade fliegt. Wie ist das eigentlich, wie wetterabhängig ist man? Schon ein bisschen wetterabhängig. Natürlich, bei einem Nebel kann man natürlich nicht fliegen. Ja. An einem Hubschrauber ist auch der Windeinfluss von Bedeutung. Aber natürlich, es gibt gewisse Disziplinen, wo es wichtig ist, nämlich dass viel Wind zum Beispiel ist, beim Handflug zum Beispiel, beim Seilflug wiederum ist es günstig, auch einen gewissen Aufwind zu haben. Es ist sehr, sehr unterschiedlich. Aber wie schon gesagt, beim Nebel oder beim starken Regen, das ist natürlich nicht möglich. Es ist gigantisch. Jetzt können wir wieder zum Herrn Hahn gehen. Das war eine beeindruckende Präsentation. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Wie oft ist Ihnen schon ein Hubschrauber heruntergekommen, nicht ruhig gelandet? Das kann ich fast nicht mehr erzählen, aber ich muss rechnen, ungefähr 2-3 Mal im Jahr passiert schon. Und das ist natürlich dann ein großer finanzieller Schaden. Das ist alles relativ. Jedes Hobby ist teuer. Hubschrauber kann man ab 20.000 Schilling in etwa haben und es geht dann bis nach oben hin ziemlich ohne Grenzen. Ja, ist richtig so. Also Hubschrauber beginnen kann man ungefähr bei 20.000 Schilling und nach oben können es 50.000 ausgeben, 100.000, wie bei jedem Hobby. Es ist faszinierend, das ist wirklich faszinierend. Andere Frage noch, wo kann man es denn lernen? Ich meine, ich glaube selber damit lernen, zu beginnen ist vielleicht nicht sehr vernünftig. Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Ausbildung. Einerseits wiederum nämlich in einem Verein oder bei einem Kurs. Spitzerberg zum Beispiel bietet verschiedene Kurse an. Aber hauptsächlich natürlich halt Vereine, Kurse, das sind die Möglichkeiten. Aber mit einem Lehrer, das ist sehr, sehr wichtig. Das ist, glaube ich, wichtig, ja, weil es ist auch der finanzielle Schaden sonst sehr groß. Sicher. Einen Hinweis noch für unsere Zuseher, das nächste Modellflugzeugtreffen, das wird demnächst im Zeltweg stattfinden. Weitere Informationen am Serviceband. Wann genau? Wissen Sie? Vom 14. bis am 22. August in Zeltweg. Also wirklich schon bald. Wenn Sie Zeit haben, schauen Sie vorbei. Ich darf mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken. Auch Ihnen Dankeschön. Und ich bin froh, dass da bei uns nichts passiert ist heute. Dankeschön. War wirklich sensationell.